Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Anstoß 3, dem Klassiker. Nächster Spieltag steht an. Wir haben eine kleine Siegeserie hier. Mal schauen, ob wir die fortsetzen können. So, jetzt schauen wir mal. Wir brauchen wieder Finanzen, Fanartikel. Mal gucken, ob da alles noch passt. Oh, Bettwäsche vielleicht noch ein bisschen. Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich hoffe, wir gehen nicht pleite. Nee. So, dann würde ich sagen, wir bleiben so. Ich will mal hier bitte Konditionen bolzen. Genau, okay, gut, los geht's. Das machen wir alles nicht. Muskelverhärtung, sehr gut. Ja. Dann nehmen wir mal lieber den raus, sicher, sicher. So. Der Rest bleibt so. So schießt er lieber über unsere Freistöße. Was ist das für ein Käse? Okay, weiter geht's. Genau, den Gegner nicht unterschätzen. Also wer glaubt, er kann das hier locker angehen, ja? Wer ist auf dem falschen Dampfer? Ja, war klar. Meine Güte. Jawohl, geht doch. So. Antreiben. Ich will, dass ihr denen zeigt, was Sache ist. Ist das klar? Ein Tor. Na, leider nicht. Schade. So. Wechseln wieder ein bisschen. So würde ich sagen, genau.
und wieder. Den Artikel mal schnell schauen. Naja, müssen wir was machen hier. Und go. Der Olivier ist wieder fit. Kommt der hier wieder rein. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, let's go. Genau, für die Pleite vom letzten Spiel. Wir werden die Niederlage vom letzten Spiel vergessen lassen. Da wird sich nie wieder einer dran erinnern. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. So ein Quatsch. Was, wir haben verloren? Oh ne. Verletzung, war so klar. Also los, das kann doch nur besser werden. Unentschieden kommen. Wieder nicht. Was ist hier los? Ja, ja, weiß ich. So, das geht wieder 7 Wochen verletzt. Alter Falter. Wahnsinn. Der andere ist noch 2 Wochen verletzt. Tja, würde ich sagen, wir machen weiter. Ja, weiß ich. Bin ja nicht blöd, lieber Präsident. So. Hm.
Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Es kann nicht sein, dass wir nicht das schaffen. Genau, mich um. Jungs, die Niederlage vom letzten Mal, das ist doch schon vergessen, oder? Selbst so ein blöder Affe fällt mal vom Baum. Wir brauchen ein Tor. Nein. Oh, Gott sei Dank. Uff. Noch unentschieden. Meine Fresse. Junge, Junge, Junge. Tja, was können wir tun? Mit drei Spitzen spielen. Wäre auch eine Idee. Noch offensiver. Ah, da gab es keine Außen, ne? Damals bei Anschluss 3. Naja, genau. So zum Beispiel, ne? Na, wir probieren es weiter, würde ich sagen. So, ich würde sagen, wir probieren es jetzt mal so. Genau. Es kann nur gut gehen. Go. Genau, so Umfang rennt. Also heute brauche ich Männer. Keine Typen, die durch Rumrotzen und feiges Sackhalten beim Freistoß auffallen. Ach, von wegen über die gleiche Leier.
Dass jemand an die Vorlage ist, auch geil. Nach Prügelei, sauber. Es will nicht funktionieren. Oh je, oh je. Das wird immer besser. Tja. Mal kurz gucken. Spieler, ob da alle soweit fit sind. Also das Quali-Spiel noch vor der Brust. Pass auf, wir machen mal hier wieder ein Fanclub-Treffen. Sponsorentag. Jugendtag. Ja. Training. Dann schauen wir mal. Nationalmannschaft. So, Training. Und hier machen wir ein Trainingsspiel, Zweikampf, Passspiel. Jo.
Benzin da rein. Genau. Und go. Ihr müsst rackern und sackern. Die werden sich zu wehren wissen. Ja, von wegen. So, weiter geht's. Das ist nicht das Gelbe vom Ei. Aber ich will, dass wir die trotzdem schlagen! Raus jetzt! Tja. Oh, geht doch. So ist richtig. Perfekt. Spiel gedreht. Weiter Erster vor dem letzten Spiel. Ist auch eine Idee, das müssen wir spielen. Irgendwie so blöd, sag mal. Nee. So ist schon am besten, glaube ich. Warte mal. Genau. Probieren Sie es mal so. Dürfen ruhig hier. Alles mitmachen, ne? So. Go. Ihr müsst rackern und sackern. Die werden sich zu wehren wissen. Die gleiche Leier. Ich weiß, ich will gewinnen.
Meine Fresse, was ist da los? Ja, geht doch, endlich. Nein. So. Konzentriert weiter so. Männer, wir behalten unsere Taktik bei. Konzentriert weiterspielen. Nein! Meine Fresse! Das kann's nicht sein! Oh, mein Herr! Oh, es ist bitter. Können wir uns wieder aufregen. Ja, wir haben so einen kleinen Durchhänger momentan. Kann mir das nicht erklären, woran das liegen kann. Wenn eigene Sinne von der Stärke hier gut eingespielt hat, passt. Ich wechsle mal das System, versuche jetzt gerade rauszufinden, wo wir vielleicht was ändern müssen. Kondition kann es eigentlich auch nicht liegen, oder? Hm. Wir trainieren wieder ein bisschen Kondition, würde ich sagen. Let's go. Oh, wenn ich nochmal verliere, bin ich weg. Ja, bravo. Bitte, lass mich nicht hängen. So, schauen wir mal. Oh je. Halt. Genau. Charakter ab, genau. Ja, ja. Heute geht's also um nichts mehr. Ihr kämpft heute um die Plätze in der neuen Saison. Und wenn ich nur einen erwische, nur einen, der meint, er könnte rumschlampen oder schludern oder in Schönheit sterben, der sitzt auf der Reservebank. Der sitzt. Na je. Das geht wieder gut los. Yes! Ja, geht doch. Und wir weiter so. Ja, das geht doch. Genau so weitermachen. Ja. Der Bonet trifft auch nicht mehr, ne? Ja, jetzt trifft er wieder. Juhu. Wahnsinn. Läuft. Da kommen die Tränen. So, wir wechseln mal ein bisschen aus. Na komm. Ja, Gott sei Dank, wir gewinnen wieder. Wahnsinn. Irre. Torschützen, ja, sieht gut aus, bin jetzt. Wunderbar. Okay, gut, weiter geht's. Ja, Beförderung, wenigstens etwas.
7 Punkte habe ich, ja, super. Ja. So, Medizin, die muss ich mal besuchen gehen. So. Konditionswoche wieder, wir müssen da hochkommen. Mit der Kondition. Ja, wir bleiben aber so. Freut sich, okay. Ah. Also will ich eigentlich Kollegas behalten, ne? Immer zu schlecht. Was will er denn? Achso, Handkeller noch. Boah. Boah. Ja, okay, Wechsel halt. Von mir aus. Frechheit. So. Wir bleiben so, ne? Never change a winning team heißt's. Let's go. Jungs, auf dem Papier ist das eine leichte Aufgabe. Aber die werden uns das Leben verdammt schwer machen. Jawohl. Ach, das geht schon wieder los. Kann es nicht sein, oder? Wie oft soll ich euch sagen, ihr sollt kämpfen? Wahnsinn! Nee. Reicht nicht. Ja. Konkurs haben wir auch noch, oder was? Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn unser Manager sicherlich in der Öffentlichkeit einen hervorragenden Ruf genießt, werden wir in Zukunft ohne ihn auskommen müssen. Er scheint nicht zu diesem Verein zu passen. Ich glaube, so kann man es sagen. Und von daher wurde er gefeuert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Das war's. Kurz und knackig. Ne? Das war's. Ja, der Verein hat gegen mich gespielt. Die Spieler, alle. Ne? Was soll ich machen? So ist es halt im Leben. Das war Anstoß 3. Eine Runde. Hat Spaß gemacht. Trotzdem muss ich sagen.
Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen da lassen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ich weiß natürlich, wann ich Anstoß 3 wieder mal zocke. Kann jetzt ein bisschen länger dauern, aber auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Wir haben ja noch andere Manager-Spiele auf diesem Kanal. Ne? Einfach mal in der Playlist schauen. Auf meinem Kanal, da werdet ihr fündig werden. Und ja, dann sage ich an der Stelle vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.